Ja, wir kommen jetzt zur Erzeugung von Magnetfeldern und zum Ampere'schen Gesetz. Bei elektrischen Ladungen und dem elektrischen Feld war die Situation eine ganz andere. Dort gab es Quellen des elektrischen Feldes, die Ladungen, von denen gingen Feldlinien aus, sie wirkten als Quelle eines elektrischen Feldes. Und genauso gab es auch Senken, das wären jetzt negative Ladungen, wo die Feldlinien wieder enden können. Das heißt, die Divergenz eines elektrischen Feldes ist eine Ladungsdichte. Bei den Magnetfeldern haben wir gesehen, dass es keine Divergenz der magnetischen Feldstärke B gibt, der magnetischen Flussdichte B, und deshalb kann es diesen Erzeugungsmechanismus nicht geben. Stattdessen sind Magnetfeldlinien immer in sich geschlossen, zum Beispiel kreisförmig, aber sie können natürlich auch jede beliebige andere Form haben. Aber sie sind in sich geschlossen, haben keinen Anfang und kein Ende, keine Divergenz, aus der so eine Magnetfeldlinie entspringt. Und das einfachste Beispiel, an dem man sich vorstellen kann, wie ein Magnetfeld erzeugt wird, das ist ein gerader Leiter, um den herum sich solche geschlossenen Magnetfeldlinien bilden, die zum Beispiel hier im Fall des geraden Leiters dann genau kreisförmig verlaufen. Das heißt, der elektrische Strom, der durch diesen Leiter hindurchfließt, der erzeugt einen Wirbel in der magnetischen Feldstärke B. Ja, ich habe das hier nochmal aufgeschrieben. Magnetfelder werden also nicht durch Quellen erzeugt. Die Divergenz von B ist immer gleich 0, sondern durch bewegte Ladungen, also elektrische Ströme, um die herum sich ein wirbelförmiges Feld ausbildet. Und hier ist so ein elektrischer Leiter dargestellt, zum Beispiel ein Kupferdraht hier, deshalb diese gewählte Farbe. Und in diesem Draht gibt es hier eine Stromdichte, die hier nach oben gerichtet ist, Stromdichte J. Und um diesen Leiter herum gibt es solch eine wirbelförmige Struktur von kreisförmigen Feldlinien des Magnetfelds B. Ich bezeichne übrigens das B hier mal als Magnetfeld, so wie es in der modernen Literatur häufig gemacht wird. Früher nannte man das die magnetische Flussdichte, was auch einen besonderen Reiz hatte und vielleicht auch noch tatsächlich die bessere Wahl wäre. Aber um an die moderne Literatur anzuschließen, verwende ich hier den Begriff Magnetfeldstärke B. Ja, und die elementare Gleichung, die hier diese Situation beschreibt, das ist Rotation von B ist gleich μ0 mal J. Nun sieht es so aus, als wäre hier die Wirbelstärke überall in diesem Gebiet größer gleich 0. Das ist nicht so. Sie sehen, die Rotation von B ist nur da ungleich 0, wo es auch tatsächlich eine Stromdichte J gibt. Und das ist tatsächlich nur hier innerhalb dieses elektrischen Leiters, also innerhalb des Kupfers. Hier außen haben wir zwar immer noch einen deutlich erkennbaren Wirbel, aber diese Feldstärke, die fällt von innen nach außen ab. Ich habe das hier markiert durch die Pfeile, die immer kürzer werden nach außen. Und wenn die Radiusabhängigkeit hier gerade 1 durch R ist, bei solchen kreisförmigen Feldlinien, dann kann man zeigen, dass dann hier außen im Vakuum die Rotation von B tatsächlich gleich 0 ist. Allerdings, wenn wir hier mit hoher Feldstärke am Rand dieses Leiters anfangen, irgendwo muss sie ja auch anwachsen. Das heißt, hier im Innern startet sie in der Mitte bei 0, steigt hier innerhalb des Leiters dann steil an und fällt erst außen ab und man hat innerhalb des Leiters dann diese Rotation der Magnetfeldstärke B. Die Richtungen, die sind dabei so, dass wenn die Stromdichte hier senkrecht nach oben zeigt, können Sie die rechte Handregel verwenden und dann zeigen Ihre Finger in die Richtung der Magnetfeldstärke, die so kreisförmig um die Richtung unserer Stromdichte J herum angeordnet sind. In dieser Gleichung taucht auch noch das μ0 auf. Das ist das μ0, was Sie auch schon von der Induktion kennen. Und Sie wissen, dass das μ0 auch in dem B enthalten ist, deshalb taucht das hier in der Gleichung auf. Wenn wir hier auf der linken Seite das B verwenden, dann taucht hier auch auf der rechten Seite ein μ0 auf. Wir können diese Gleichung auch mit dem H schreiben, indem das μ0 nicht auftaucht und dann brauchen wir hier auf der rechten Seite auch kein μ0.
Sie entsinnen sich, was die Rotation als mathematischer Operator angewendet auf ein Vektorfeld bedeutet. Sie haben das bereits in der Strömungsmechanik kennengelernt. Da hatten wir solche Wirbel, da hatten wir die Geschwindigkeit von Wasserteilchen zum Beispiel betrachtet. Und dann bewegt sich dieser Wirbel auch tatsächlich. Sie haben eine Wirbelachse, die nach oben zeigt. Wenn der Wirbel in dieser Richtung sich bewegt, dann ist die Rotation in dieser Richtung definiert. Wenn er sich andersrum bewegt, dann wäre die Rotation hier nach unten gerichtet. Und das übertragen wir jetzt auf das Magnetfeld. Da haben wir die Magnetfeldvektoren, die allerdings keine Bewegung darstellen, aber es ist trotzdem eine solche wirbelförmige Struktur in dem Feld. Sie entsinnen sich auch daran, wie man die Rotation in kartesischen Koordinaten berechnet. Da werden hier die Komponenten von B, also bx, by, bz, nach den Koordinaten x, y und z abgeleitet. Sie sehen aber, dass immer hier unterschiedliche Komponenten stehen. Das z wird nach y, das y nach z abgeleitet oder das x nach z und das z nach x, aber nie das x nach x oder das y nach y abgeleitet. Die Hälfte dieser Terme hier ist negativ, während die andere Hälfte hier positiv ist. Die Konstante μ0, die heißt Induktionskonstante, weil sie auch eben bei der Induktion eine wichtige Rolle spielt. Oder man nennt sie auch die Permeabilität des Vakuums. Die Permeabilität von Materialien ist ja jeweils das μ dieses Materials. Und wenn kein Material vorhanden ist, dann taucht in den Formeln immer nur das μ0 auf. Und deshalb liegt es nahe, das hier als Permeabilität des Vakuums zu bezeichnen. Diese Konstante μ0, die war früher definiert mit der Definition des Amperes, aber mit Einführung des neuen SI-Einheitensystems im Jahr 2019 hat man jetzt nicht mehr das Ampere definiert über die zwei Leiter, die sich im Abstand von einem Meter befinden und mit einer bestimmten Kraft von 10 hoch minus 7 Newton anziehen, sondern man hat die elektrische Ladung des Elektrons definiert und dann ist das Ampere nur noch die Zahl der Elektronen, die pro Sekunde durch eine vorgegebene Fläche tritt. Und damit ist das μ0 nun wieder zu einer Naturkonstante geworden, die man messen muss und die einen experimentellen Fehler hat. Und der liegt hier hinten in der 10. Stelle, wo wir hier bei dieser 12 einen Fehler von plus minus 19 haben. Also diese Ziffern hier vorne, die sind zuverlässig und hier liegt die Unsicherheit. Die Einheit kann man genauso gut in Voltsekunden pro Amperemeter ausdrücken, wie man sie auch in Newton pro Ampere-Quadrat ausdrücken kann. Ja, jetzt wollen wir uns das Ampere'sche Gesetz in der integralen Form anschauen und dafür brauchen wir den Stokeschen Integralsatz. Und zwar gilt für stetig differenzierbare Vektorfelder immer folgender Zusammenhang. Wenn ich die Rotation eines Vektorfeldes über eine ganze Fläche, also eine offene Fläche, integriere, diese offene Fläche, die hat dann eine Randkurve, wo sie begrenzt wird, und diese offene Fläche, die hat eine Richtung, einen oberflächennormalen Vektor, die kann auch gekrümmt sein, dann zeigt er an verschiedenen Stellen in unterschiedlicher Richtung, aber diese Fläche ist orientiert, und wenn die Randkurve in dieser Richtung umläuft, dann ist diese Fläche nach oben orientiert. Wenn man es andersrum die Randkurve rechnen würde, dann wäre die Fläche nach unten orientiert. Dann bildet man hier mit der Rotation von B den Vektor der Wirbelstärke Skalarprodukt mit dem oberflächennormalen Vektor dieser Fläche und integriert über die gesamte Fläche. Das heißt, wenn man viele solcher kleinen Wirbel auf dieser Fläche hat, dann integriert man die alle und die manifestieren sich dann letztlich auch in einem umlaufenden Magnetfeld, was auf der Randkurve dann hier eine entsprechende Stärke erreicht, wenn sich hier drin viele dieser kleinen Wirbel addieren. Und das kommt hier auf der rechten Seite heraus, dass wenn ich über eine Randkurve integriere und dann über dieses Vektorfeld selbst, also in unserem Fall hier über das Magnetfeld selbst, wie das Skalarprodukt mit den Wegstückchen entlang dieser Randkurve, dann ist das beides gleich. Ja, das ist hier unten nochmal gezeigt. Also hätte man hier unten solche kleinen Wirbelchen, die alle rechtsrum umlaufen, dann haben die hier ihre Rotationsrichtungen nach oben gerichtet. Und dann integriert man hier über diese gesamte Fläche diese Rotationsstärke, also die Rotation von B.
Und das ist gleich dem B-Feld hier integriert entlang dieser Randkurve mit einem Wegintegral. Ja, jetzt wollen wir die integrale Form des Ampere'schen Gesetzes herleiten. Und dazu beginnen wir hier mit dem Ampere'schen Gesetz hier in der Mitte unserer Gleichung. Mi 0 mal j ist gleich Rotation von B. Und integrieren jetzt links und rechts von diesem Gleichheitszeichen jeweils über die Fläche. Sie sehen, hier haben wir beide mal das gleiche Flächenintegral. Wir haben beide mal hier ein Skalarprodukt stehen und die Flächenelemente dA hier auf beiden Seiten. Wenn diese Gleichung hier für jeden Punkt gilt, dann gilt sie auch für diese ganze Fläche. Und hier auf der rechten Seite können wir jetzt den Stokeschen Integralsatz anwenden. Wir haben B als stetig differenzierbares Vektorfeld. Und dann ist dieses Flächenintegral gleich dem Integral über unsere Randkurve. Hier auf der linken Seite erkennen Sie dieses Flächenintegral auch wieder. Das war genau unsere Definition für den elektrischen Strom I, der durch die Fläche A tritt, nämlich die Stromdichte, Skalarprodukt mit dem flächennormalen Vektor integriert über diese gesamte Fläche. Und dann kommt noch das μ0 hinzu. Das heißt, dieses Flächenintegral können wir jetzt einfach als I schreiben und dann sind wir schon fertig und sehen, dass μ0 mal dem elektrischen Strom, der durch eine Fläche hindurchtritt, die wir hier liegen haben, wie auch immer, muss nicht immer genau senkrecht sein, kann auch mal schräg sein, die Fläche kann auch gekrümmt sein, dann ergibt sich für die Randkurve dieser Fläche hier, dass das Integral über B, Skalarprodukt mit den Wegstückchen hier entlang dieser Randkurve, gleich μ0 mal dem gesamten Strom ist, der durch diese Fläche hindurchtritt. Ja, und hier unten habe ich die vier Formen unseres Ampere'schen Gesetzes jetzt nochmal notiert. Wir haben die integrale Form, wie wir sie eben gerade hergeleitet haben. Und wir können das aber auch anstelle von dem B, hier unserer magnetischen Flussdichte, mit dem H, was man früher Feldstärke genannt hat, schreiben. Und dann fällt das μ0 heraus. Hier brauchen wir es links, weil es ja rechts in dem B auch drin steckt. Aber hier brauchen wir es nicht mehr, weil es hier in dem H nicht drin steckt und können einfach H über diese Randkurve integrieren. Und hier zur Erinnerung auch nochmal die differenzielle Form. Die Rotation von B ist gleich μ0 mal j oder die Rotation von H ist gleich j. In der integralen Form schaut man sich immer ganze Flächen mit Randkurven an und den Strom, der durch diese Flächen hindurchtritt. Hier unten schaut man sich immer einzelne Raumpunkte an mit der lokalen Wirbelstärke. Ja, und wenn Sie bis hierhin gut gefolgt haben, dann kennen Sie schon die wichtigsten Dinge für das Ampere'sche Gesetz und die Erzeugung von Magnetfeldern durch elektrische Ströme. Aber es gibt einen Widerspruch, wenn man das Gesetz in dieser Form verwendet in der Elektrodynamik. Und Maxwell hat festgestellt, dass man dieses Gesetz um einen weiteren Term erweitern muss. Und ich will Ihnen jetzt herleiten, wie dieser Widerspruch zustande kommt und auch Überlegungen zeigen, wie man auf den Term kommen kann, der hier in diesem Gesetz nur noch fehlt. Man stellt fest, die Stromdichte kann nicht die einzige Ursache für Magnetfelder sein. Und dazu bilden wir die Divergenz jetzt auf beiden Seiten dieser Gleichung, schreiben also links Divergenz der Rotation von B und rechts, das μ0 ist eine Konstante, können wir nach vorne ziehen, bilden wir die Divergenz von j. Nun gibt es einen allgemeinen mathematischen Satz, der sagt, dass für jedes Vektorfeld B die Divergenz der Rotation dieses Vektorfeldes gleich 0 ist. Das heißt, aus rein mathematischen Gründen muss das hier schon gleich 0 sein. Das würde aber auch bedeuten, dass die Divergenz von j immer gleich 0 sein muss. Und wenn wir uns an die Kontinuitätsgleichung für elektrische Ladungen erinnern, Sie entsinnen sich, was die Kontinuitätsgleichung aussah. Wenn Sie eine Erhaltungsgröße haben und Sie haben ein Raumgebiet, aus dem etwas dieser Erhaltungsgröße herausströmt, hier ist es die elektrische Ladung, dann haben Sie eine Stromdichte hier in dieser Richtung und hier haben Sie eine Abnahme der Dichte. Irgendwo muss das ja herkommen, was wegströmt und da, wo es hinströmt, da haben Sie dann eine zeitliche Zunahme der Dichte. Und das bedeutet, dass wir hier den Ausdruck Divergenz von J ist gleich minus d rho nach dt haben. Also da, wo etwas herausströmt, muss die Dichte mit der Zeit abnehmen.
Die Details dazu können Sie sich gerne hier in diesem Video nochmal anschauen. Ja, wenn wir diese beiden Aussagen zusammennehmen, dass hier die linke Seite immer gleich 0 ist, die Divergenz deshalb immer gleich 0 sein muss von J, und das heißt hier die linke Seite gleich 0 ist, und dann bedeutet das, dass sich Ladungsdichten nirgends in unserem Universum überhaupt zeitlich ändern könnten. Das heißt, das würde bedeuten, dass sich die elektrische Ladungsdichte an keinem Ort in unserem Universum irgendwie verändern könnte. Und das steht natürlich im Widerspruch zum Experiment. Sie kennen das aus der Elektrostatik, wo man irgendwelche Metallkugeln auflädt, hier Ladung drauf löffelt. Und dann haben wir natürlich eine Veränderung der Ladungsdichte auf diesen Kugeln. Das heißt, es ist ganz einfach experimentell zu zeigen, dass es hier zu einem Widerspruch kommt und dass d Rho nach dt nicht immer gleich 0 ist. Und Maxwell erkannte genau das, nämlich dass im Ampere'schen Gesetz noch ein Term fehlen muss. Ja, und jetzt wollen wir uns anschauen, welcher Term das sein könnte. Und dazu schauen wir uns nochmal die Poisson-Gleichung an. Die stellt nämlich gerade einen Zusammenhang zwischen der Ladungsdichte Rho und der elektrischen Feldstärke E her, und praktischerweise kommt da sogar auch die Divergenz drin vor. Ich habe hier nochmal die Kontinuitätsgleichung abgeschrieben, da haben wir unsere Divergenz J und wir haben hier die elektrische Ladungsdichte Rho. Und wenn wir diesen Ausdruck jetzt hier für unser Rho einsetzen, dann können wir das Epsilon hier nach vorne ziehen, weil das ja eine Konstante ist. Und wir können die Differenziation hier mit der Divergenz und der zeitlichen Ableitung noch vertauschen. Das heißt, wir können die rechte Seite jetzt schreiben als minus Epsilon 0 mal der Divergenz von dE nach dt. Ja, und jetzt bringen wir hier diese ganze rechte Seite nach links. Dabei wird sie positiv. Hier rechts bleibt eine 0 stehen. Und wir haben in beiden Termen die Divergenz stehen. Das heißt, die können wir hier ausklammern. Und sagen, wir wenden die Divergenz auf diese ganze Klammer hier an, und zwar j plus epsilon 0 mal dE nach dt. Und das muss gleich 0 sein. Ja, und jetzt sind wir schon an einem Punkt, an dem wir sehen, wie uns das weiterhilft, denn eben war ja das Problem, dass die Divergenz von j gleich 0 sein sollte. Jetzt sehen wir aber, dass die Divergenz von diesem Klammerausdruck hier ohnehin immer gleich 0 ist. Und das ergab sich aus der Poisson-Gleichung zusammen mit der Kontinuitätsgleichung. Und deshalb erweitern wir jetzt das Ampere'sche Gesetz um genau diesen Term hier, unser Epsilon 0 mal dE nach dt, also verwenden hier nicht das J, sondern diese ganze Klammer und schreiben diesen Zusammenhang jetzt mal probeweise als Rotation von B ist gleich μ 0 mal dieser Klammer. Vorher stand da nur das J, jetzt diese ganze Klammer. Und jetzt prüfen wir, ob es diesen Widerspruch immer noch gibt und wenden auf beiden Seiten dieser neuen Gleichung jetzt die Divergenz an. Dann bekommen wir hier links wieder Divergenz von der Rotation von B. Das muss aus mathematischen Gründen gleich 0 sein. Und die Divergenz angewendet auf diesen Ausdruck ist μ 0 mal der Divergenz von dieser Klammer. Und das ist genau der Ausdruck, den wir ja hier hergeleitet haben. Der ist aus physikalischen Gründen gleich 0, was wir hier aus der Kombination der Poisson-Gleichung mit der Kontinuitätsgleichung gesehen hatten. Wir können diesen Ausdruck hier auch nochmal wieder zurückschreiben in ein d Rho nach dt und damit die rechte Seite so ausdrücken als μ 0 mal Divergenz von j plus ein d Rho nach dt. Auch dann muss dieser Klammerausdruck hier gleich 0 sein. Und wir sehen, dass es jetzt nicht zum Widerspruch kommt. All diese Terme sind gleich 0. Allerdings können wir diese Herleitung jetzt nicht als Beweis dafür nehmen, dass dieser Ausdruck hier richtig sein muss. Und wir können eben nicht die Schlussfolgerung ziehen, dass wir, wenn wir hier die Divergenz von irgendwelchen Termen bilden und immer 0 rauskommt, dass dann diese Terme selbst auch gleich sein müssen. Das heißt, es ist kein Beweis für diese Gleichung. Aber wenn wir die Gleichung in dieser Form hier schreiben, mit dieser ganzen Klammer, dann führt sie nicht zum Widerspruch und die Elektrodynamik ist in sich geschlossen und widerspruchsfrei. Ja, und dieser Term hier hinten, der hat sogar einen eigenen Namen. Das ist die sogenannte Verschiebungsstromdichte. Oder in der integralen Form der Gleichung ist es der sogenannte Verschiebungsstrom. Und wenn Sie über den Verschiebungsstrom noch mehr lernen wollen, dann können Sie das in diesen Videos, die jetzt hier eingeblendet werden.
Vielen Dank.